Tore. Bis zum Donnerstag ist die Messe ja nur für die Presse geöffnet. Auch das DRF ist mit dabei. Christoph Damm hat die Chance genutzt und sich mit dem Chef von Eldwin Klinger, Dr. Stefan Wolf, unterhalten. Ja, das werden wir wahrscheinlich nachreichen. Ich möchte jetzt erstmal direkt mit Christoph Damm sprechen, denn der ist mir jetzt telefonisch aus Frankfurt von der IAA zugeschaltet. Guten Morgen, Christoph. Noch hat die IAA ja nicht offiziell geöffnet. Momentan hat ja nur die Presse Zutritt. Du konntest dir trotzdem einen ersten Eindruck oder schon mal einen ersten Eindruck verschaffen. Wie präsentiert sich denn die Branche? Ja, schönen guten Morgen. Also es ist durchaus sehr eindrucksvoll, wie sich die Branche präsentiert, egal ob es jetzt um Autobauer geht, ob es um BMW, Volkswagen, Daimler geht oder auch um die Zulieferer. Ich habe ja schon gestern die Möglichkeit gehabt, mich mit Dr. Stefan Wolf zu unterhalten, dem Vorstandsvorsitzenden von Eldwin Klinger. Auch die Zulieferer hier breit vertreten. Vor allem auch, ganz interessant, die Anzahl der chinesischen Automobilzulieferer. Die hat sich nämlich verzehnfacht bei der Ausstellerzahl. Also wir sehen auch hier ganz klar den Trend in Richtung Fernost. Ich habe aber auch mal nachgefragt gestern schon bei Dr. Stefan Wolf, ob er denn Angst hat vor dieser Konkurrenz, die hier aus Asien kommt. Er sagt aber ganz klar nein. Also so eine Plagiatsgeschichte, die kann ja auf keinen Fall passieren. Da fehlt eindeutig das Know-how an der ganzen Geschichte. Wir sprechen auch heute natürlich ausführlich mit vielen Vorständen. Zum Beispiel sprechen wir mit dem Finanzvorstand von BMW, mit Dr. Friedrich Eichiner. Wir sprechen mit dem Audi-Chef Stadler, mit Oberchef Naumann, mit Dieter Tetsche, wo wir versuchen zu sprechen, wenn wir ins Mikro kriegen. Wir sind zudem verabredet mit Professor Ferdinand Dudenhöfer, auch der ein bekannter Gast hier im DRS von der Uni Duisburg-Essen. Auch immer interessant, was er so für Ansichten hat zur Autobranche. Denn ja, da scheinen auf jeden Fall einige Veränderungen in der Zukunft auf die Autofahrer zuzukommen. Ja, leider ist der Ton nicht ganz so gut. Wir sprechen uns vielleicht nachher nochmal wieder. Viel Erfolg auf jeden Fall bei den vielen Interviews. Dankeschön, Christoph Damm.